Warum ist die hier? Ich weiß es manchmal nicht. Ich habe tatsächlich fast ein bisschen Angst davor, wenn wir hier aufräumen. Wenn wir hier alles bauen und dann alles aufräumen. Halt, kann ich Margrets Tagebuch? Ja. Das wird, glaube ich, extrem langwierig und anstrengend. Wie viel tragen wir jetzt noch mit uns rum? 115. Wir haben noch Essen dabei. Ja, schon ein bisschen. Lege ich doch noch mal ein bisschen ab. Hier in das Allzweckfass. Haben wir viele Schriftrollen? Eigentlich nicht. Essen. Ciao, Apfelkuchen. Wir können eigentlich auch ein bisschen was trinken. Einfach mal wegfressen. Das behalte ich. Das bleibt hier. Das nehme ich mit. Das bleibt hier. Die Karotten bleiben hier. Ciao, Lachsfleisch. Lauch, adieu. Mammutbraten. Huch. Nehme ich mit. Davon nehme ich mal eins mit. Oh, Kaninchenkeule bleibt hier. Groß Rindfleisch, Apfel, Süßstück. Bleibt hier, nehme ich mit. Nicht alle. Drei. Genauso wie hier. So, jetzt haben wir noch ein bisschen aussortiert. Wir können wieder gehen. Ich halte mich hier diesmal nicht lange auf mit irgendwas doch verbessern. Machen wir irgendwann. Ich nehme es mir wirklich fest vor, weil ich es gerne machen würde. Ich weiß auch noch nicht genau, wie lange wir jetzt Skyrim noch weiterspielen werden. Wir sind jetzt durch die Hauptquest durch. Wir werden auf jeden Fall noch die Dunkle Bruderschaft machen. Also den ihrer Questreihe. Ich weiß es noch nicht. Ich denke, ich werde es dann irgendwann erstmal auf jeden Fall pausieren. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass so viele Menschen oder dass ein paar Menschen von denen, die das eventuell gucken, falls es dazu kommen sollte, dass die sagen, hey, spiel doch mal wieder Skyrim, dann würde ich das machen, aber im Moment. Hab ich was gehört? Nö, das ist der Vogel. Ja, im Moment ist dann auch einfach für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, so, das haben wir jetzt lang genug gemacht, über ein Jahr übrigens. Ich gehe dahin. Da würde ich dann halt den 15 Uhr Platz erstmal freigeben für, keine Ahnung was. Guck mal, das Schlüsselloch sieht aus wie ein Löwenmaul. Wollte ich nochmal kurz anmerken. Naja, mal sehen. Ich würde vorher gern noch die Dunkle Bruderschaft machen und das Haus. Moment, ich muss mal ganz kurz mein Fenster aufmachen. Hier wird es gerade sehr warm. So. Genau passend wieder zurück. Westen, Norden. Wir müssen theoretisch nach Norden, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich gucke kurz auf die Karte. Ist doch nicht so ganz nördlich. Mehr so nordöstlich. Ja, irgendwie da. Wir werden schon ankommen. Hui! Und hepp. Was er als nächstes Projekt auch hier startet. Ich kann ja mal ein bisschen quatschen. Es verbietet mir niemand, in einem Let's Play über ein anderes zu reden, was bald starten wird. Das ist ein Nest. Ein Huhn. Hallo, entspann dich mal. Ein Drache. Hallo, Drache. Jetzt ist es. Natürlich. Greif nur mich. Gnade. Mach's gut. Moment. Wir wollten die Waffe aufladen. Das habe ich natürlich vergessen. Das ist schön. Mächtig. Dann würde ich außerdem gerne für den Drachen andere Pfeile benutzen. 10. Man glaube ich auch gerade 10, ja. 18, 12, 15, machen wir erstmal die. Drachi. Ich kann immer noch nicht ranzoomen, ich habe keine Ahnung wieso. Jo.
was Zweites will uns auch gerade noch angreifen. Ich sehe es auf der Karte. Diese Eisdrachen sind auch echt immer mies, die mag ich überhaupt nicht. Warte mal, wo ist denn Feueratem? Lande doch mal wieder hier. Uah. Ob die Drachen uns eigentlich ganz gezielt suchen? Da schießt uns gerade noch jemand ab, ich höre es genau. Hey, greif mir den Typen an, der da gerade gegen den Drachen kämpft. Ist bestimmt eine super schlaue Idee. Treffe ich dich ohne Zoom? Ist also echt schwer. Aber die trifft gut. Dämliche Plinse, mach's gut. Was hat sich gerade verbessert? Ich habe nicht aufgepasst. Mist. Dankeschön. Habe ich... Ah, jetzt nehme ich die auf. Hey, guck mal, der Typ da vorne nimmt gerade eine Drachenseele auf und hat den Drachen auch getötet. Lass ihn uns angreifen. Oh Gott, sind die Leute dumm. Und dann verliert sie uns so schnell aus den Augen. Ach, übrigens. Ha! Doofe Kuh. Oh. Gott, ist die doof. So. Prokas, was? Prokas Sprungschanze? Ja, die hätten mal springen sollen. Und zwar bevor ich kam. Das waren ein paar dumme Leute. Ja, spieß den armen Wolfskopf auf. Warum nicht? Huch. Guten Tag. Lagruf der Starrsinnige. Ihr da. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Ich bin hier, um euch zu retten, aber ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Ihr werdet erst einmal so bleiben. Feigling. Ihr seid ein Niemand. Ein Niemand! Der erinnert mich mit seinem Gewand an die Graubärte. Retten? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Niemand. Ich bin durch Zufall hier angekommen. Ah, das ist der. Natürlich, Bufir hat mich geschickt. Die dunkle Herrin? Euch geschickt? Ha! Und jetzt erzählt mir noch mal den von dem Troll, der kleinen Jungen und Mädchen Geschenke macht. Na gut, Molag Bal. Ach, der König der Korruption schickt seinen Boten, um mich herauszufordern. Sehr schön. Ich werde mich mit Molag Bal treffen und seinen Altar in Boetias Namen anbeten. So wie früher. Macht mich los, Scherge des Gehassten. Ich muss nach Markart. Hier, lass mich die Fesseln lösen. Ob das so eine gute Idee ist, ich bin mir irgendwie nicht ganz so sicher. Ach, endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Du bist aber ein unfreundlicher Typ. Verschwinde und sterb unterwegs. So, wo ist denn... Da ist die ganz besonders schlaue Dame. Aber sie hat... Ah, das waren die falschen. Hier, Vulkanglas. Warte mal, die anderen werfe ich gleich wieder weg. Die will ich gar nicht erst behalten. Wo sind die denn? Da oben. Abgeschworen. Die sind so scheiße. Adieu. Ja, ich sag gerne Adieu. Nö, da gehe ich jetzt nicht rein. So, Karte. Wir müssen jetzt nochmal runter nach Markart.
Oder hoch nach Einsamkeit. Und da müssen wir auch noch hin. Erforsche die Legende von Galdur. Ich gehe erstmal nach Markarth. Markarth gefällt mir irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Markarth ist so eine Hassliebe irgendwie. Ich finde diese Stadt sehr verwirrend, weil man sich da sehr leicht verlaufen kann. Oder ich zumindest. Und das ist eigentlich selten, dass ich mich irgendwo verlaufe. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Taube. Und Tauben haben einen guten Orientierungssinn. Aber ein Markarth irgendwie ist der nicht... Weiß nicht, muss eine Erdmagnetfeldstörung sein wahrscheinlich. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das verlassene Haus war hier unten. Ihr! Oh. Ich habe beobachtet, wie ihr herumgeschnüffelt und Fragen gestellt habt. Verschwindet! Ihr wollt lieber nicht herausfinden, was wir hier mit Störenfrieden anstellen. Was hast du denn für ein Problem? Jetzt bin ich neugierig. Seltsam. Das ist unsere letzte Warnung, Fremdling. Nur wir sorgen hier für Frieden. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein. Hä? Was hat der denn jetzt gehabt? Was haben wir denn getan? Ich habe keine Ahnung. Er sorgt für Frieden? Hä? Ich... Keine Ahnung, ich frage gar nicht weiter nach. Wir gehen einfach ins verlassene Haus und gehen zum Molagbal, weil er unser bester Freund ist. Hey du! Lauf schon, los! Der Herr erwartet dich. Lauf schneller, oh Gold! Wer sich wohl die Mühe gemacht hat, hier runter zu buddeln, damit man hier einen Schrein aufstellen kann, das wüsste ich ja gern mal. Molagbal! Denkt ihr, ihr könntet Boethias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Was? Ihr? Sterbliche. Ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit. Zermalmt Logrolfs Lebenswillen. Er soll sich mir unterwerfen. Oh, hab ich schon. Habe ich ihn auch schon ausgerüstet? Ja. Hey, Logrolf. Ich beuge mich nicht. Niemals! Komm her, lass mich dir dein Rückgrat freilegen. Hallo, ich komme gerade. Ich beuge mich nicht. Niemals! Ihr hättet nie herkommen sollen. Ins Gesicht ein bisschen. Ich beuge mich nicht. Niemals! Na dann. No! Das ihr sterbt nicht mit eurer zerbrechlichen, weichen, lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Ich glaube, ich darf ihn nicht töten. Das soll ein Hieb sein. Ein bisschen auf dem Brustkorb. Ich ergebe mich nicht. Steigt das Denkvermögen. Hey, red mit mir. Hallo? Was denn, magst du nicht mehr reden? Komm schon, red mit mir. Na komm schon. Hey. Aufhören. Oh. Aufhören. Ich ergebe mich, Molagbal. Ich ergebe mich. Ihr wollt euch mir beugen? Ja. Ihr wollt mir eure Seele überlassen? Ja. Ihr wollt der schwachen und bedauernswerten Boethia abschwören? Ja. Jetzt gehört ihr mir, Logrolf. Tötet ihn! Ein bisschen in den Rücken. Aufhören! Auf den Hinterkopf. Lalalala. Der Streitkolben von Molagbal. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, Sterbliche.
Wisset, dass ich euch beobachten werde, wenn eure Feinde zerschmettert und blutend vor euch liegen. Hab Dank, Fürst Molagbal. Und jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Abwesenheit um das Haus. Aber natürlich, mein Fürst. Schade nur, dass ich keine Streitäxte benutze oder Streitkolben. Naja, hier dich setze ich mal da jetzt schön hin. Du kannst jetzt schön verschimmeln. Und wenn ich dann einen Tag der Abwesenheit wiederkomme, ist er schon zerfallen. Hier, leg dich auf den Altar. Bitteschön. Und wieder hat der kleine gute Khajiit eine gute Tat vollbracht. Huch. Er verläuft sich erstmal. So, nachdem wir nun also wieder der Champion eines Fürsten geworden sind, eines dätrischen Fürsten, sind ja eigentlich alle dätrisch, ich bin mir mal gar nicht so ganz sicher. Gucke ich mich hier kurz um. Wir haben hier nichts zu essen. Nichts zu essen, kein Geld meine ich. Wir können aber erstmal wieder... Na, wo ist er denn? Da. Unseren Bogen. So, nun führt uns der Weg nach Einsamkeit, denn dort haben wir den Auftrag einer Bilanzfälschung. Und wir benutzen mal die... Na, wie heißt die Kutsche? Hier gibt es ja eine, die können wir nutzen. Und in Einsamkeit gibt es auch eine. Ist ja aber im Prinzip auch eine Schnellreise. Nur müssen wir da Geld bezahlen. Da frage ich mich, warum machen wir die überhaupt? Aber egal. Oh Mann, Musik weg. Ich habe gedacht, ich lasse mal ein bisschen spielen. So, der Herr Kutschenmann. Wie geht's dir, Kibbel? Das Reisen in Reach ist gefährlich. Ihr braucht eine gute Kutsche. Ja, ich miete dich. Wohin soll's gehen? Nach Einsamkeit. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. 20 Goldstücke für etwas, was wir auch eigentlich kostenlos machen können. Schönes Wetter für einen Ausritt. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, hoffe ich auch. Du hast nämlich keinen Planwagen. Dann werde ich ganz nass und du auch. Was irgendwie cool wäre, wenn es Überfälle gäbe bei der Kutschenfahrt. Ist natürlich ein bisschen schwer zu machen, wenn das mit Ladebildschirm eingeblendet wird. Wäre aber eine coole Sache. Ich frage mich überhaupt, warum hier ein Ladebildschirm sein muss. Ich meine, wir sind ja draußen. Die ganze Welt wird generiert, wenn wir draußen sind. Warum muss es hier also dann nochmal laden? Hätte man das nicht auch einfacher machen können? Also ohne Ladebildschirm? Wäre das möglich gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das Volk fehlt wieder. Das Volk der ewigen Bugs, weil sie niemals da sind. Einsamkeit und schon wieder ein Ladescreen. Der dritte in sehr kurzer Zeit. Was ist das für ein Schrein? Ach, Jürgen Windrufer. Das Horn ist das, glaube ich. Ich dachte gerade, der hätte ein Baby in der Hand oder so. Von der anderen Seite sah das so aus. Wirklich, glaub mir. Jetzt, wo ich weiß, dass es kein Baby ist, sieht es nicht mehr so aus. Ja doch, ein bisschen. Könnte auch ein Wurm sein. So ein Wurmling oder so. Was wollten wir? Ach genau, wir wollten eine schöne Bilanzfälschung machen. Das machen wir besser bei Nacht. Ich stelle mich mal hierher. Wir haben es jetzt 12 am Morgen. Dann warten wir 12 Stunden, dann ist es 0. Dann warten wir lieber 13 Stunden. Dann haben wir es kurz nach 1. Also 11 nach 1, theoretisch. Wenn ich da richtig gerechnet habe,